Zuschauer, das Branche-Interview ist heute zu Gast im Gaffelhaus hier in Berlin in der Nähe vom Gendarmenmarkt. Wir haben uns jetzt nach drinnen begeben. Bei mir ist immer noch der Sydney Pfannstiel, einer der Geschäftsführer des Restaurants. Sie sehen schon, es ist gut gefüllt hier, eine Bombenstimmung, muss ich sagen. Und in diesem Teil beschäftigen wir uns mal mit den kölschen Spezialitäten. Dazu habe ich mir mal die Speisekarte vorgenommen. Ja, da muss ich sagen, Sydney, in eurer Karte sehe ich eine große Auswahl an Flammkuchen, die ja meiner Kenntnis nach eigentlich aus dem Elsass kommen. Da hast du völlig recht. Der Flammkuchen ist sowas, ich sag mal, Neokolonia, also eine neue Marschrichtung der rheinischen Küche, die muss sich ja auch irgendwo verändern. Wir sind ja nicht mehr in dem Zeitalter, ich drehe mich mal ganz kurz um, wo der gute Milovic noch regiert hat in der Stadt. Das muss sich ja auch alles irgendwo modernisieren. Und der Flammkuchen, warum auch immer der typisch Kölsch verstanden wird als solches, ich kann es ja nicht sagen. Aber er kommt gut an, die Leute lieben ihn. Ist ja ein ganz hauchdünner Teig, der dann super belegt wird mit diesen auch klassischen Varianten aus dem Elsass. Herrlich. Ich sehe auch, Sydney, ihr bietet relativ viel für Kinder an hier in der Speisekarte. Und eins, ja, ich kann es leider nicht aussprechen, deshalb zeige ich einfach mal drauf, was ist das denn hier? Ja, das ist Hennessy. Hennessy ist der Frühn vom Bärbelsche. Das sind zwei Originalfiguren aus dem Kölner Hennesschen-Theater. Das ist das einzige Theater in ganz Deutschland, wo man die Figuren nicht wie Marionetten bewegt, sondern von unten mit Holzstöcken. Ja. Das heißt also, das Ensemble der Puppenspieler siehst du als Zuschauer nicht, weil die halt eben unter der Bühne stehen. Und da haben wir gedacht, natürlich mit der Tradition, Kölsch, nennen wir mal zwei Gerichte nach diesen Figuren aus diesem Puppenspiel. Ja. Das eine ist Hennessy und Bärbelsche, das andere ist Tünnes und Schäl. Und für Menschen, die nicht aus Köln kommen, also sogenannte Immis, wie wir sagen, die westdeutsche Übersetzung, Anton und der Schielende, dann müsste es klar sein. Ja, Sydney, dann bedanke ich mich erstmal für deine Übersetzung der Speisekarte. Mir ist schon das Wasser im Munde zusammengelaufen. Und liebe Zuschauer, wir haben auch die Erlaubnis, mal mit der Kamera in die Küche zu gehen. Ich würde sagen, das machen wir auch gleich. Vorher stoßen wir aber nochmal an mit einem leckeren Kölsch. Prost. Liebe Zuschauer, jetzt sind wir hier in den heiligen Hallen des Küchenchefs vom Gaffelhaus, dem Patrick. Grüß dich, Patrick. Als erstes hätte ich gern gewusst, was für eine Küche bietest du hier deinen Kunden an? Deutsche Küche, hauptsächlich rheinische Küche, auch Berliner Küche ist alles ein bisschen gemixt. Mhm. Wir haben für jeden was dabei. Also jeder wird hier zufrieden. Der Sydney hat mir ja gerade draußen eure Speisekarte erklärt, Patrick. Und zwar, ich als Norddeutscher weiß jetzt auch, dass der halbe Hahn kein halbes Hähnchen ist. Was läuft denn hier am meisten im Restaurant? Ja, wie gerade angesprochen, der halbe Hahn ist als Vorspeise immer ein Renner. Mhm. Ansonsten haben wir in der Woche bestimmt 30 Liter Krüsttiergulasch. Ist halt rheinisch. Und auch Wiener Schnitzel läuft zum Beispiel ganz gut. Mhm. Ist ein Riesenschnitzel, füllt einen ganzen Teller aus. Mhm. Und die Gäste freuen sich. Der Teller ist voll, Essen schmeckt. Das läuft sehr gut. Ja, Patrick, gerade die rheinischen Spezialitäten sind ja das Besondere am Gaffelhaus. Und die Zutaten dafür, kommen die tatsächlich alle aus dem Rheinland? Also wir haben ganz klar die rheinische Blutwurst. Die kommt von der Firma Rehmagen. Mhm. Die Bratwurst kommt auch von der Firma Rehmagen, direkt aus Köln. Ja. Wir haben rheinische Leberwurst, Firma Rehmagen, ganz klar. Wir haben allerdings auch die Rögelchen, die sind bei uns aus der ersten rheinländischen Bäckerei Melzer in Berlin. Mhm. Und da sagen die Gäste meistens, kommt dem schon sehr nah. Dafür, dass es nicht aus dem Rheinland kommt, aber es funktioniert. Andere Sachen bekommen wir halt von regionalen Anbietern, die Sachen, die wir halt so verkochen, ganz normal, die dann nicht unbedingt die rheinischen Spezialitäten in der Karte sind. Ganz wichtig auch für unsere Zuschauer, hier im Gaffelhaus wird sicherlich auch täglich alles frisch zubereitet, oder? Sicher, frisch ist unsere oberste Priorität.
Deshalb haben wir auch jeden Tag viel zu tun, weil wir nicht irgendwie einmal alles vorbereiten können. Ja. Da sagen, okay, ruhen wir uns auf den Lorbeeren aus. Nee, wir machen alles frisch. Meine Kollegin zum Beispiel macht gerade fürs Abendsgeschäft alles klar, ganzen Salat. Wir haben heute Gulasch gekocht. Der wird uns hoffentlich über den Abend bringen. Ja. Und ansonsten frische, ganz klar, erste Stelle. Ja, dann bedanke ich mich erstmal, Patrick, dafür, dass wir hier sein durften mit der Kamera. Wollen dich auch nicht länger aufhalten. Das Lokal ist voll, habe ich schon gesehen. Es geht gleich richtig zur Sache. Und alle Schwerpunkte können Sie sich natürlich wie immer auf dem dafür eingerichteten YouTube-Channel vom Gaffelhaus anschauen. Hallo, guten Abend. Darf schon was zu trinken bei Ihnen sein? Ja, ich habe schon mal in die Runde gefragt. Wir haben einen ganz großen Durst. Wir hätten gerne Bittermännchen. Ja, das bieten wir an. Ja, genau. 10 Liter für 59 Euro im Haus. Na klar, das kriegen wir. Das kriegen wir wirklich. Natürlich. Und die Speisen haben Sie schon gewählt? Nee. Wir wissen auch nicht, was genau. Vielleicht können Sie uns da was empfehlen? Ja, natürlich. Wir haben ganz leckere Sachen. Und zwar, da bieten wir einmal an die Kölner Bratwurst, wenn Sie Appetit haben. Ja. Das ist diese hier, wahlweise mit Kartoffelpüree, Bratkartoffeln, Pommes, je nachdem. Eine leckere Futterplatte hätten wir. Da haben Sie verschiedene kalte und warme Speisen drauf. Dann würde ich Ihnen ja gerne noch Himmel und Ed empfehlen, die Blutwurst. Und vielleicht ein leckeres Kotelett. Gerne. Nehmen wir das? Nehmen wir von jedem eins, na klar. Von jedem eins, sehr, sehr gerne. Ganz kleinen Moment. Ja, liebe Zuschauer, wir haben unser Essen schon bestellt, warten jetzt drauf und haben unser Pittermännchen auch schon bekommen. Ich kriege gerade wieder ein frisch gezapftes Kölsch rübergereicht, schönen Dank. Und wir sitzen hier im Gaffelhaus im Ludwig-Erhard-Zimmer, in dem man, wie es unser Ex-Bundeskanzler auch schon damals vorgemacht hat, rauchen darf. Dieses Ludwig-Erhard-Zimmer können auch Sie für Ihre Familienfeier oder für geschäftliche Treffen mieten. Nun aber zu der spannenden Frage, warum heißt dieses Pittermännchen eigentlich Pittermännchen? Nun, die Geschichte ist so, dass es in Köln ein Brauhaus gab oder auch natürlich noch gibt und das hieß Peters Brauhaus. Und wenn ich jetzt, auch wenn ich dem kölschen Dialekt nicht so mächtig bin, nichts Verkehrtes sage, Peter auf Kölsch Pitter, der hat mit diesen 10 Liter Fässern damals angefangen und das waren eben Peters Männchen, die Pittermännchen. Und so erklärt sich der Name. Ja, zum Wohl. Liebe Zuschauer, ich weiß, man soll mit vollem Mund nicht reden, aber es ist einfach köstlich. Rheinische Spezialitäten und dazu ein selbstgezapftes Kölsch vom Fass. Das ist rheinische Geselligkeit, die auch Sie unbedingt mal selbst ausprobieren sollten hier im Gaffelhaus in Berlin. Dazu wohl, die Herren. Ja, Prost. Wohl. Wohlsein. Zum Abschluss. Was zum Verdauen. Richtig. Du hast ein Leben mit einem schweren Bier. Alles Jod im Jetzt und Hier. Der Himmel ist, das ist was? Das ist ein Kräuterlikör, schmeckt ähnlich wie Jägermeister. Hat auch 37% Alkohol und dreht genauso. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ne? Dafür soll er da sein. Bitteschön. Dankeschön. Ja, liebe Zuschauer, das Essen ist tatsächlich geschafft und es war ganz, ganz, ganz lecker. Ich weiß nicht, wie hat es euch geschmeckt? Hat es euch geschmeckt? Ja, das war richtig super. Wirklich sensationell. Wir haben jetzt auch gerade noch unseren Nachtisch serviert bekommen hier im Gaffelhaus. Und auch wenn Sie Bock auf Kölsch haben, meine lieben Zuschauer, dann schauen Sie einfach mal hier in Berlin im Gaffelhaus vorbei. Ich würde sagen, das war das Brancheninterview für heute. Wir verabschieden uns und sagen diesmal nicht Tschüss, sondern Tschö mit Öl. Tschüsschen.